Und schon wieder zurück bei Mass Effect 2 in der wundervollen Legendary Edition. Wir haben letzte Folge Jack geholfen und ich habe bei Beginn dieser Folge eine Anzeige bekommen, die jetzt leider nicht in der Folge drin ist, dass ich doch mal zu meinem Forschungsterminal rübergehen sollte. Denn dort haben wir das fortgeschrittene Training. Durch intensives Training kann Shepard eine einzige Bonuskraft erlernen. Durch Rekrutieren von loyalen Gruppenmitgliedern werden weitere Kräfte für Shepard verfügbar. Shepard kann dieses Forschungsprojekt mehrfach durchführen. Nach jedem Abschluss wählt Shepard eine neue Bonuskraft aus und alle bereits vergebenen Punkte werden auf die neue Bonuskraft umgelegt. Warp-Munition. Wandelt absorbierte biotische Energie in erhöhte Schaden gegen Gesundheit. Okay. Na gut. Nehme ich mit. Ich denke, das liegt daran, dass wir Jack geholfen haben und Jack jetzt eventuell ein loyales Mitglied der Crew ist. Nicht mehr nur normal. Das wäre jetzt so meine Vermutung. So. Auf Pragia sind wir gewesen und Pragia können wir auch nicht scannen. Genau. Das hat sich erledigt, aber wir können die anderen Planeten noch scannen und hier ist ein Treibstoffdepot. Alkonost ist ein Standard-Eisgigant mit Methan-Ammoniak-Atmosphäre. Sein magnetisches Feld ist ungewöhnlich stark, was für Schiffe hin und wieder ganz nützlich ist, wenn sie ihre Triebwerke entladen müssen. Mittel. Start der Sonde. Dann nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ich habe tatsächlich überlegt, das Ausbeuten der Planeten, also das reine Ausbeuten der Planeten, wenn es wirklich nur um Mineralien geht, das eventuell zwischen den Folgen zu machen. Weil hier ja wirklich im Grunde nichts passiert, ne? Ich habe ja gesagt, das gehört zwar eigentlich dazu, aber es ist bei der Masse an Planeten, wenn wir da wirklich jeden einzelnen Planeten, da sind wir lange beschäftigt. Da sind wir sehr lange beschäftigt. Gut, ein paar Planeten sind uns ja schon flöten gegangen, ne? Dadurch, dass wir das System gesprengt haben. Aber das konnte ja keiner wissen. Da betone ich abermals, das konnte niemand erahnen. Sonde gestartet. Ja, hier ist wirklich nicht so viel drauf. Sonde unterwegs. Aber das bisschen, was drauf ist, das saugen wir auch nochmal eben ab. Hier war doch was. Sonde unterwegs. So. Ah ja. So. Sonde gestartet. Mein tendenziell haben wir es gerade natürlich nicht nötig, ne? Wir haben wirklich... Huch! Sonde gestartet. Jetzt bin ich aus... Gott sei Dank. Jetzt bin ich aus Versehen abgerutscht hier mit der Maus. Ich habe dann direkt den Mausbutton gedrückt und der hat eine Sonde losgeschickt. Zum Glück dahin, wo es gut war. Wir haben es im Grunde nicht nötig, im Augenblick noch gravierend nach Rohstoffen zu suchen. Zumindest nicht jetzt. Können wir also im Prinzip auch verlegen. Ich muss gestehen, ich bin einfach neugierig auf die Chetori. Ich lasse die anderen Planeten jetzt vielleicht mal gerade in Ruhe. Fliege stattdessen durch da oben, warte mal, Quertassi und Kalabscha. Und hier unten geht es wahrscheinlich auch noch irgendwo hin, oder? Kalabscha, Quertassi. Oh, ich wollte gar nicht fliegen. Entschuldigung. So. Projekt Overlord, Jacob helfen, da ist Omega. Projekt Overlord möchte ich nicht untersuchen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Missionen, bei denen wir unseren Leuten helfen, im Endeffekt nicht die Story voranschreiten. Bei solchen Dingen hier bin ich mir nicht so sicher. Deswegen werden wir jetzt erstmal im Rosettennebel Jacob helfen. Ich weiß, wie das klingt, ja. Ich weiß, wie das klingt. Entschuldigung. So, da oben, Alpha Draconis. Und hier ist auch ein Treibstoffdepot, das ist ja schön. Auch wieder sehr viele Planeten, die wir ansteuern können. Oh je, oh je, oh je.
Wir müssen nach Alpha Draconis. Nicht Draconis. Blöpp. Blöpp. Ich habe eine Anomalie geortet. Mhm. Dieser abgelegene Planet, benannt nach einer Asari-Wissenschaftlerin, war anscheinend auf der Liste mit verbotenen Massenportalen, die in unerforschte Gebiete führen. Die wenigen verfügbaren Daten stammen von einer Sonde, die im Vorbeiflug von zwei Planeten berichtet hat, die einen weißen Zwerg umkreisen. Ihre eigenen Scans liefern weitaus interessantere Ergebnisse. Der Planet befindet sich innerhalb der Lebenszone des Sterns. Er verfügt über Ozeane mit Flüssigwasser und eine dünne Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, die zu dem dortigen Pflanzenleben auf Kohlenstoffbasis passt. Es könnte sich um eine noch unerforschte Gartenwelt handeln. Allgemeiner Notruf. MSV Hugo Gernsback. Registrierungsnummer BW46100340087. Aufprall und unplanmäßiger suborbitaler Sinkflug aufgezeichnet. Allgemeiner Notruf. MSV. Na, da ist ja die Hugo Gernsback direkt. Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Habe ich das jetzt bekommen, das Element Zero, das da vorhanden war, oder nicht? Scanner-Ergebnisse hoch. Lass mich erstmal den Planeten abscannen, bevor wir uns da unten auf den Weg machen. Sonde gestartet. Der wird da unten mit Sicherheit noch eine Weile überleben. Aber das ist eine Gartenwelt, ist jetzt nicht so, als wäre er da in der Hölle gelandet. Ganz im Gegenteil. Sonde wahrscheinlich liegt unterwegs. Er da mit Trauben und Palmen um den Hals und lässt es sich gut gehen. Während wir hier oben schuften müssen. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Okay. Ah, guck mal, hier ist noch ein Ausschlag. Den nehme ich Starte natürlich mit. Sonde. Es sind auch immer nur vereinzelte Projekte, die wirklich sehr viel auf einmal kosten, so 25.000. Dann diese besonderen Projekte, die normalen Projekte, die kosten ja alle so um die 5.000 bis 15.000. Das ist ja durchaus machbar. Starte Sonde. Und selbst von den 25.000er Projekten, die könnten wir jetzt alle durchführen. Mit Ausnahme dieses Krankenstations-Upgrades, ne? Aber das lassen wir ja eh sein. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Element Zero auf diesem Planeten. Und zwar nicht zu knapp. Schon das zweite Vorkommen in die Richtung. Starte Sonde. Da ist noch ein Vorkommen. Starte Sonde. Abgebaut. Sehr schön. So. Jetzt können wir Jacob helfen gehen. Landen. Da, loyal. Tatsache. Und sie hat ein neues Outfit bekommen. Ach, gucke mal. Sie kann sich jetzt was anziehen. Okay, pass auf, so. Das ist die neue Jack. Sie hat sich jetzt entschieden, was anzuziehen. Drei Punkte habe ich. 10 Punkte hat er. Dann bekommt er erstmal den Cerberus-Agenten. Rang erwerben. So. Cerberus-Veteran. Durch seinen Überlebensinstinkt und seinen starken Lebenswillen ist Jacob noch schwerer zu töten. Gesundheit und Waffenschaden oder Jacobs Erfahrung beim Neutralisieren von Feinden erhöht seinen Waffenschaden. Ich denke, ich nehme den Cerberus-Veteran. So. 6 Punkte hat er noch übrig. Dann machen wir mal das. Und dann machen wir noch das. Und den nächsten Punkt gucken wir dann mal, wie wir den verteilen. Jack hat keine Punkte mehr zu verteilen, alles klar. Wie sieht der mit seinen Waffen aus? Die haben wir, glaube ich, lange nicht mehr. Okay.
Zwei Leute mit Pistole und Handkanone. Das ist, naja. Naja. Ich habe das Schiff gescannt. Ich registriere keine Lebenszeichen, aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Warum gehst du weg? Bleib doch hier! Warum? Na guck mal, sie hat sich endlich ein Oberteil angezogen. Naja gut, das hätte sie auch vorher schon haben können. Aber das vorher, das sah mir irgendwie zu technisch aus, so mit diesem ganzen Klimbim drumherum. Das war irgendwie nicht Jack. Aber sich nach den Erfahrungen, die sie jetzt gemacht hat, da auch einfach mal so ein Oberteil drüber zu ziehen, finde ich ganz okay. Das war ein großes Schiff, das hier gestrandet ist. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben, aber es ist Jahre her. Da steht es, Gernsback. Ja, das Signal ist ja gekommen, unerwarteterweise. Es hätte ja eigentlich gar nicht kommen dürfen. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Ist da vorne nicht ein Sender? Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Blutgüsse sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Moment, wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Blutergüsse sieht? Wiederhole. Giftalarm. Es droht rascher neuraler Verfall. Hiesige Flora inkompatibel mit menschlicher Physiologie. Sender übernommen und wieder aktiviert. Signalpause betrug 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem, suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab, was zu schweren Schäden an Material und Crew führte. Die hiesigen Lebensmittel beeinflussen die Gehirnfunktion? Zu welchen Effekten führt das? Die Schädigung der Gehirnfunktion aufgrund eines chemischen Ungleichgewichts beginnt nach 7 Tagen der Aufnahme von lokaler Flora als Nahrungsmittel. Unabhängig von Dekontamination oder Zubereitungsmethode. Der Einfluss auf höhere kognitive Prozesse und das Langzeitgedächtnis ist kumulativ und etwa nach 1 Monat signifikant. Es ist nicht bekannt, ob der neurale Verfall permanent ist. Diesbezügliche Datensammlung wurde nicht abgeschlossen. Warum wurde der Sender bisher nicht aktiviert? Der Notfallsender wurde 358 Tage und 12 Stunden nach dem unplanmäßigen suborbitalen Sinkflug der Hugo Gernsback betriebsbereit. Die Aktivierung erfolgte per Fernsteuerung 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden später. Auf Befehl des amtierenden Captains Ronald Taylor. Pause im Senderprotokoll gespeichert als Daten gelöscht. Kommen Sie, gehen wir. Durchsuchen wir das Schiff.
Mein Vater hatte den Sender fast 9 Jahre lang. Vielleicht hat dieser neurale Verfall auch von ihm Besitz ergriffen. Ach, so lange? Dann ist er geliefert. Ah, ich mag den Optimismus von Jack. Naja, sie ist eher pragmatisch, ne? Es ist, naja, was willst du machen? Gut, aber wenn 9 Jahre hier, wenn ja schon festgestellt wurde, dass die Flora und Fauna hier über lange Zeit hinweg toxisch ist. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert. Aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung... Vorsicht! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Da kommt Ärger! What the hell? Das muss wehtun. Wie viel kommen denn da? Hui. Das ist kein neuraler Verfall. Die waren irre. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Die waren sowas von irre. Es ist schon ein neuraler Verfall. Also das kann man wahrscheinlich sagen. Soweit ich mich damit auskenne. Wenn sie sich schon nicht mehr an... Also was heißt auskennen, ne? Aber was ich vermute. Wenn sie sich schon nicht mehr an Worte erinnert. Und die hier irgendwie wirken, als wären sie auf eine ganz primitive Stufe zurückgefallen. Ihr Stern, damit meint sie wahrscheinlich unser Shuttle. Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Vor allen Dingen, wie viele haben denn überlebt? Haben ja anscheinend alle überlebt. Also wahrscheinlich nicht alle, klar, aber... Das sind doch, wenn jeden Tag mehr kommen und wir haben da mit Sicherheit jetzt gerade... 10, 12 von denen umgebracht. Ja gut, bei so einem großen Schiff, das ist glaube ich nicht verwunderlich. Was ist das da hinten? Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Okay, wir sollten vielleicht erst ins Schiff. Versuchen uns mal einen Überblick zu verschaffen, was hier eigentlich genau los ist. Bevor wir da oben hingehen, wo ja offensichtlich die Jäger hergekommen sind. Und so ist das tatsächlich echt eine wunderschöne tropische Welt. Sehr schade, dass man hier offensichtlich nicht überleben kann als Mensch. Also jedenfalls nicht in einem Status, den man Mensch nennen könnte. Und da bin ich mal gespannt. Lok des Doktors. Wie hieß sie doch gleich? Sarah? Suzanne? Mein Gott, ich kann mich nicht erinnern. Nicht mal an ihr Gesicht. Wir müssen hier weg, damit ich mich erinnern kann. Wieder klar denken kann. Sie müssen sich beeilen. Mhm. Warum auch nicht? Wir sitzen ohnehin.
Ekelhaft. Na toll, na toll. Das ist ja... Das verspricht ja hier wirklich wundervoll zu werden. Da. Und schließlich... Da. Seinem Ersatz wird nicht der gleiche Respekt entgegengebracht. Okay, wir kommen hier aber gar nicht wirklich weit, ne? Ich hab gedacht, wir könnten hier vielleicht ins Schiff selber rein, aber das geht ja gar nicht. Hier ist nämlich alles geblockt, das heißt, der einzige Weg, der uns offen steht, ist tatsächlich der da hinten. Natürlich haben wir jetzt noch ein paar Informationen über die Crew und über das, was hier passiert sein könnte, erhalten aber jetzt wirklich nichts extrem Aufschlussreiches. Wie kommen die denn dann rein und raus aus dem Schiff? Also ich vermute mal, dass der Taylor noch im Schiff ist. Oder kommt die auch von da hinten irgendwo? Aber der Mac, der da rumliegt, wenn der aus dem Schiff ist, dann hat der den Weg hier in diese Richtung verteidigt. Vermute ich mal. Na gut, es ist alles Spekulation. Wir müssen einfach gucken gehen. Und ich glaube, dazu hole ich mal meine Waffe wieder hervor. Das wäre dann doch lieber. Haben die da hinten ein Monument errichtet aus Metallteilen? Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Die hier kämpfen nicht. Aber sie tragen die gleichen Uniformen wie die, die uns angegriffen haben. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf. Und nur die Männer werden gewalttätig. Wenn sie gewalttätig gewesen wären, hätte ich sie getötet. Aber die Frau am Strand sagte, die Jäger wären verstoßen worden. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und sie tragen den Fluch seines Gesichts. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob. Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht, es muss aufhören. Das ist eine gute Frage. Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich will nicht bestraft werden. Okay. Tatsächlich eine Statue. Was zur Hölle? Jemand muss sie dazu gebracht haben, das zu machen. Das grenzt an Verehrung. Ja, das ist irgendeine rituelle Angelegenheit. Er wacht über uns, beschützt uns und wir erfüllen dafür alle seine Forderungen. Die Jäger werden sie umbringen. Sie kämpfen, weil er sie verstoßen hat und weil er zu lange gewartet hat. Er ist böse. Er hat ein böses Gesicht, genau wie der andere. Sie werden mir wehtun. Niemand wird hier irgendwem wehtun. Ja, was? Toller Captain, wenn er seine Crew umbringen muss, damit sie ihm gehorcht. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Der Mac hat gesagt, verlangt Gehorsam. Bitte, hierher. Sie könnten es beenden. Bitte, warten Sie. Sie haben seine Maschinen bekämpft. Sie haben sein Gesicht. Aber Sie könnten das alles beenden. Das... Ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat,
und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Ich verstehe, deswegen hat er sie gezwungen, die Nahrung von Planeten zu essen. Der Sender war nach etwa einem Jahr repariert, also hat der Plan offensichtlich funktioniert. Warum kein Signal? Das waren nicht die letzten Einträge in dieser Liste. Es folgen weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Steht etwas darüber da, ob man die Effekte der giftigen Nahrung behandeln kann? Nein, aber es sieht mir nach der richtigen Entscheidung aus. Denn wenn jeder darunter leidet, wer soll dann den Sender reparieren? Und dann käme keiner mehr hier weg. Aber sie haben ihn repariert. Und das Signal wurde erst jetzt gesendet. Langsam durchschaue ich die Hintergründe. Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist das so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden. Aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Wir haben keinen der anderen Offiziere gesehen. Hat er sie umgebracht? Nach dem Absturz waren noch 5 von ihnen übrig. Mediziner, Ingenieure, welche von der Brücke. Also war es eigentlich kein Problem, den Sender zu reparieren und die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Etwa einen Monat nach der Reparatur des Senders sind alle innerhalb von einer Woche gestorben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Ich muss diesen Mann finden. Ja, irgendwas scheint hier ganz grob schiefgelaufen zu sein, wenn die nach Aktivierung des Senders gestorben sind. Das sieht dann leider tatsächlich ein bisschen danach aus, als hätte der Taylor sie dann schließlich beseitigt, weil sie ihm im Weg standen, weil sie wahrscheinlich von hier weg wollten. Oh großer Gott. Oh großer Gott. Okay, ich habe einen Weg aufgemacht. Den gehe ich aber noch nicht. Ronald Taylor, dem Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Er ist es wirklich. Was? Sprich. Warum hast du jetzt aufgehört zu sprechen? Okay, ich komme da oben gar nicht rauf. Da stehen zwar noch Leute, aber ich komme von hier unten da nicht hin. Also ich muss diesen Weg da vorne nehmen. Hier ist es wirklich. Moment, meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Das passt aber nicht zu dem, was da in dem PDA stand, oder? Das passt doch nicht. Was ist denn hier los? Oh je. Oh je. Die eine Leiche ist schon alt. Eine Warnung. Die anderen sind neuer. Etwa einen Monat. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Und darum war das da hinten auch verbarrikadiert. Na schön. Ja. Bereit machen! Aha. Keine Schilde! Ich hab sie!
Ich habe nur automatisiert verstanden. Er hatte immer eine Wahl. Es ist ein bisschen spät, jetzt seinen Opfern die Schuld dafür zu geben. Das in der Tat, ja. Ich leg euch alle um! Hat er gerade den Arm verloren? Was für ein schönes Detail. Hallo? Ah, da hinten sind wahrscheinlich noch mehr. Jupp. Da kommt Ärger! Der krabbelt nach vorne! Nichts kann mich aufhalten! Wow. Da hat sie aber wirklich reingesäbelt. Huch! Keine Arme mehr. Ja. Dann verteidige dich mal. Wie viele Max hat der denn da oben? Ja, ich weiß nicht, ob das zu deinem Glück ist. Oh, schwere Pistole. Und jetzt will er weg. Dreckskerl. Schwere Pistole Schaden. Na, lass uns mal gucken. Wir müssen rausfinden, was los ist. Ne? Wir haben ja schon mehrfach jetzt mitbekommen, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Und ich vermute Ähnliches auch hier an dieser Stelle. Aber wie die Dinge sind, das finden wir beim nächsten Mal raus. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.